Was geht ab, Freunde? Ich bin Usman. Heute will ich eine Folge entweder oder drehen. Ja. Ihr kennt das sicher, ja, man muss sich entscheiden, würde man eher das machen oder das. Los geht's. Also ich habe die Fragen mir auf Handy gespeichert, ja, ein paar Fragen. Und ich werde mir ein paar aussuchen und antworten. Ja. Fangen wir an. Die erste Frage ist, lieber einen Hund haben oder eine Katze? Also ich habe schon eine Katze, muss ich sagen, ja. Aber ich mag Hunde auch sehr, ja. Ich würde gerne auch einen Hund haben, aber in Wohnung ist es schwer ein bisschen. Deswegen, wenn ich mal ein Haus hätte, ja, würde ich auf jeden Fall auch einen Hund haben. Ist eine schwierige Entscheidung. Ich mag beides, ja. Hunde und Katzen. Aber ja, ich sage einfach Katze, aber ich mag Hunde auch auf jeden Fall sehr. Frage Nummer 2. 10 Dinge kaufen, die ich nicht brauche. Oder eins vergessen, was ich immer brauche, also wenn ich einkaufen bin. 10 Dinge kaufen, die ich nicht brauche oder eins vergessen, was ich brauche. Da würde ich, glaube ich, weiß nicht, auch eine schwierige Frage. Oder? Ich glaube, ich würde 10 Dinge kaufen, die ich nicht brauche. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was mir gefällt. Okay, die dritte Frage. Dritte Frage ist, 5 Euro am Boden finden oder alle verlorenen, gegangenen Socken, ja, über die Jahre, das kennt man ja, wiederfinden. Das ist eigentlich ganz einfach, ich will sicher nicht diese Socken finden, wer weiß, wie die riechen, ja, deswegen nehme ich die 5 Euro auf jeden Fall. Das war ganz einfach. Oh, die ist gut. Nie wieder Emojis verwenden oder nie wieder Memes schauen. Ja, also war eindeutig, ja, ich würde da nie wieder Emojis verwenden, also Memes, ich schaue sehr gerne Memes, ja. Ich glaube, das ist auch eindeutig, ja. Nie wieder Emojis auf jeden Fall. Okay, die nächste Frage. Rest des Lebens krank sein oder 2 Welpen töten? Puh, ich könnte keine Welpen töten, niemals. Welpen töten würde ich nicht machen, Leute. Das könnte ich nicht. Deswegen Rest des Lebens krank sein, ja. Ist mir egal, also Welpen töten würde ich sicher nicht. Die nächste Frage. Erfahren, wie ich sterbe oder wann ich sterbe? Auch gute Frage. Ja, ich glaube lieber, wie ich sterbe, ja. Erfahren, wann ich sterbe. Wenn ich das wissen würde, glaube ich, würde ich irgendwie... Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Ich glaube lieber, wie ich sterbe. Ist auch zwar nicht so gut, aber ich glaube, ist besser als zu erfahren, wann man stirbt. Auf jeden Fall. Okay, die nächste Frage. Nie wieder Netflix oder YouTube? Ich mag beides, aber ich mag YouTube mehr, also nie wieder Netflix. Ist für mich eine einfache Frage. Also eindeutig nie wieder Netflix. Okay, die nächste Frage, Leute. Okay, auch eine gute Frage. Würdest du eher für immer alleine sein oder für immer von nervigen Personen umgeben sein? Das ist auch eine gute Frage, weil für immer alleine ist auch nicht so gut, finde ich, weil man braucht immer irgendwen zum Reden. Aber mit nervigen Personen zu sein, ist auch nicht so cool. Ich glaube, für immer von nervigen Personen umgeben sein, weil ganz alleine zu sein, ist nicht gut, Leute. Man braucht immer irgendwen zum Reden, ja, deswegen muss ich das nehmen. Okay, noch eine gute Frage, Leute. Würdest du eher immer verschwitzte Hände haben oder immer schlechten Atem haben? Puh, das ist eine gute Frage. Ich habe sowieso eigentlich so, meine Hände, die sind nicht immer verschwitzt, aber die sind immer ein bisschen nass. Also ich schwitze viel. Ich weiß nicht warum, aber ja, ich würde dann eher das mit Schwitzen nehmen, weil Atem, ja, das mit Schwitzen ist mir lieber. Okay Leute, noch eine gute Frage und das ist die letzte dann. Würdest du eher alle Fotos, die du je gemacht hast, verlieren, ja, oder dein gesamtes Geld verlieren? Ich habe eh kein Geld, also ist es eh egal, also. Eigentlich ist egal, ich habe nicht so viel Geld, deswegen Geld verlieren. Geld schon. Ist auch nicht so schlimm, kann man wieder verdienen, aber die Fotos kommen nicht wieder zurück, Leute. Deswegen lieber Geld verdienen. So Leute, das war's mit entweder oder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das war das erste Mal, dass ich das gedreht habe, wollte ausprobieren, bisschen Unterhaltung und so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Tschüss.